Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 HD. So, wir haben immer noch den wohl schlimmsten Raum in der Burg vor uns. Das gilt so ziemlich sowohl für das Original als auch für das Remake. Aber wir haben immerhin schon einmal die Feuerprobe bestanden. Wir haben die Gegner unten größtenteils erledigt. Das ist doch schon mal was. Boah, ey, allein die Musik schon wieder. Echt jetzt? Shit. Na, großartig. Okay. Ja, bitte. Ich höre sie schon herkommen. Oder? Ich höre doch das Kettenrasseln, ich wollte schon sagen. Ah. Genau, komm schön aus der Richtung. Wow. Okay. Echt jetzt, Alter? Wie ein Huhn ohne Kopf. Was zur Hölle? Ja, toll. Great. Da muss ich mich jetzt aber beeilen, damit die nicht gleich verschwindet. Ja. Oh shit. Lauf, 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 Ashley, lauf, Ashley. Oh Gott. So, schnell zur anderen Brandbombe zurück. Ich habe leider nur einen Gegner jetzt mit der Brandbombe erwischt, aber ist ja nicht schlimm. Alter. Danke. Wollte gerade sagen, hält sich wieder ordentlich was aus, das Vieh. Ach, come on. Echt jetzt? Alter! Ja gut, dann eben so. Ashley wartet hier, ich hier. Bam. Lauf, lauf, lauf. So, Nummer 1. Alter, wie lange der Schuss gedauert hat. Ich habe R2 gespammt. Oh shit. Au. Rechtsack. Wo kommst du denn her? Wo kommst du her? Oh, come on. Jetzt mal ehrlich, wo kommt der Schildtyp her? Hä?
Da war doch keine Sau in dem Raum. Alter, du Arschgesicht! Du bist tot! Schön, dass das die Gegner null juckt, ob sie tot sind oder nicht. Meine Fresse, ey. Ah, daher kommen sie. Ihr Dreckigen. Echt jetzt? Oh shit. Hi. Ich hoffe, du bist der Letzte. Das klingt so ein bisschen danach. Nee, die Musik ist noch nicht ganz vorbei. Aber noch mal kurz gucken. Sonst war hier nichts im Raum, oder? Ich glaube nicht. Alter. Die Drecksäcke, ohne Scheiß. Moment, da hinten sind noch ein paar Krüge, die ich zerstören kann. Hätte ich schon vorher machen sollen. Seidenkristall, gut. Okay. Bisschen Geld, auch nicht übel. Na gut. Nur einmal kurz zwischenspeichern. Ach, Lava. Wo, wo, wo? Alter. Wo waren die vorher? Ach, die spawnen dann neu. Die Penner. Wow. Okay. Ups, nein. Shit. Stirb. Danke. Ah. Gut. Drecksäcke, ey. Wo ist das Ding gut? Der übernimmt die Steuerung. Ja, toll. Ja. Hab ich schon ganz genau gehört, Kollege. So. Cool, neue Granate. Komm schon. Volle Kanne, volle Pulle, Pulle. Go, 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 go. Oh, cool. Kann ich bitte... Ja, Alter, Leute. Ja, toll. Ihr Dreckigen. Oh Gott, wie schlecht war das denn jetzt? So. Das war ja voll die Verschwendung. Oh, jetzt ist Ashley auch noch verletzt worden. So eine dreckige Scheiße. Ihr miesen Penner. Dich sniper ich sowas von weg. Wenn Leo nicht so krass rumwackeln würde beim Zielen. Ach, ey, aus lauter Panik, weil die verdammte Cutscene so lange gebraucht hat. Sonst wäre Ashley jetzt nicht verletzt worden. Die dreckigen.
Okay. Wir haben den Raum fast geschafft. Fast. Ah, ein Erste-Hilfe-Spray. Wow. Ein seltener Drop. Aber ein sehr willkommener. Look, there's a crank over there. Yep. Und rate mal, wer das gute Ding bedienen wird. Ganz genau. Boah, wie viel Muni wir kriegen. Alter. Okay. Moment. Wenn ich die nachlade, dann sollte ich die Muni doch nehmen können. Bäm. Geht doch. Okay. Zeit für Sniper-Action. Ashley, hoch da. Watch out for me. Ja. Und es geht los. Scheiße! Alter! Oh Gott, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass hier auch noch welche auftauchen. Ihr dreckigen. Okay, geil. Sehr gut. Stirb doch endlich. Okay. Snipen, snipen, snipen. Bin dabei. So. Wow. Wow, beides? Ich habe eigentlich nicht beide im roten Punkt gehabt, aber egal. Danke, dass das Spiel das trotzdem gezählt hat. Oh no. So. Den noch schnell erledigen, bevor er mir gefährlich wird. Oh oh. Oh. Ich hätte beinahe Ashley noch mit erwischt. Das war eng. Shit. Nein! Dreckiger. Nein! Hör auf. Alter, der hat mich zweimal erwischt, ohne dass ich was machen konnte. Cool. Ja, toll. Und jetzt droppt er nicht einmal mehr was. Okay. Gut. Das war's. Komm schnell, Ashley. Ich fang dich. Ich stehe doch hier. Mädel. Go, go. Oh nein. Tschüss. Lässt du was fallen? Natürlich. Und wir schnell wieder weg. Schnell weg. Einfach weg. Einfach weg. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Ashley. Komm schnell, Ashley. Puh. Notfalls sniper ich die Typen weg, die dir hinterher springen. Okay. Oh, ist die Scheiße auch endlich geschafft.
Meine Güte. So, wenn ich mich richtig erinnere, dann passiert hier jetzt noch etwas Bestimmtes. Da erinnere ich mich noch ganz genau daran. Geil, Pistolenmuni. Ha. Soll ich? Naja, was für eine Wahl. Ach komm. Was soll der Geiz? So. Bäm. Hallo, wo ist der? Da. Wollte schon sagen. Ah, da haben wir es doch. Ich wusste, dass hier noch etwas ist. Ach ja, Schätze in dem letzten Raum. War da was? Nö. Gut. Hätte mich auch angekotzt, da wieder reingehen zu müssen. Spinell? Alter, das klingt so, als ob hinter Ashley noch jemand rumläuft. Unangenehm. Natürlich. Ja gut, meinetwegen. So. Zack. Her mit dem Shit. Echt jetzt? Shit. Ausgerechnet sowas. Aha. Ist jetzt ein bisschen ungünstig. Moment, so, dann ist die Handgranate wenigstens für sich an der einen Stelle. Okay. Ach Gottchen, ach Gottchen. Hi, Servus. Es geht. Welcome. Got some rare things on. What are you buying? Red 9? Oh ja. Thank you. Thank you. Schrotgewehr, Sturmgewehr. Feuerkraft, oh ja. Thank you. Kapazität, ja, geht noch nicht. Aber hier auch. Thank you. Ladegeschwindigkeit, ja komm. Thank you. What are you selling? Kann ich was verticken? Schauen wir mal, was ich sellen kann. Seidenkristalle, Spinelle, naja, ist nicht viel. Is that all? Is that... Thank you. Jetzt wird das Geld wieder ein bisschen knapp. Come back anytime. Ich könnte wieder einige Geldbooster gebrauchen. Jetzt überlege ich gerade, wie viel Zeit bleibt mir noch? Auch noch einiges. Komm. Erstmal speichere ich hier manuell. Und außerdem werde ich dann noch einmal hier in die Tür reingehen. Ihr könnt euch vielleicht schon anhand des Symboles denken, was dahinter ist. Oh, was war da? Prüfen. Höchstpunktzahl. Ah ja. Danke dafür. Welcome. Für dieses Spiel musst du die Waffen nehmen, die ich ausgewählt habe, Fremder. Wähle die Art der Waffen, Fremder. Schnellfeuergewehr oder Scharfschützengewehr? Nehmen wir Schnellfeuer. Why not? Das wäre dann die Shotgun und die TMP. Gut. Was willst du, Fremder? Spiel beenden, Waffe wechseln. Schon gut. So, jetzt dürfen wir uns an dem Schießstand versuchen, meine Lieben. Ladezeit, okay. Ja.
Shit. Na toll. Na. Anzahl der Preise 2. Mist. Ich hätte vielleicht auf die andere Waffe wechseln sollen. Gut, na komm, nachladen. Jawohl, alle Ziele erwischt. Okay, Anzahl der Preise 5. Sonderpreis gewonnen. Cool. Da will ich jetzt aber was sehen, mein Freund. Hallo? Spiel beenden? Okay. Sie haben 5 Kronkorken gewonnen. Cool. Jetzt nehmen wir mal das Scharfschützengewehr. Let's go. Ja, FD natürlich nicht. Oh, oh. Shit. Oh. Als ob. Ach komm. Ah. Toll. Lava. Das gibt's doch nicht. Oh. Na toll. Das war ja mega schlecht. Boom. Scheiße, viel zu früh. Oh, viel zu früh. So ein Dreck, verdammter. Shit, das gibt's doch nicht. Nehme ich mal ein bisschen weiter links. Vielleicht bringt das ja ein bisschen mehr. Na, come on. Gibt's doch nicht. Oh. Bonusziel habe ich nicht mehr gekriegt. Jawohl. Bam! Jawohl! Gut. Immerhin.
Nur ein Preis? Echt jetzt? Spiel beenden. Ein Kronkorken gewonnen. Erste Reihe der Sammlung vollständig. Yes! Und wir bekommen 15.000 Pesetas. So, Moment. Wo können wir uns das angucken? Da. Kronkorken. Untersuchen. So. Das ist nämlich quasi das Äquivalent zu den Preisen oder zu den, naja, zu den Anhängern für den Koffer, die wir beim Schießstand im Remake gewinnen können. Stattdessen können wir uns hier Kronkorken verdienen. Mit schicken kleinen Figürchen. Ne? Zum Beispiel Leon mit Raketenwerfer. Ne? Können wir auch schön ranzoomen. Ne? Oh, da ist sogar Ton mit dabei. Moment. Wieso steht da Vista de Talanda? Ich meine, oh gut, hört sich nach Spanisch an und das passt ja zum Spiel, aber dennoch. Hä? Egal. Stand back! Stay back! Stand back! Stay back! Stand back! Okay, gib nur den einen Ton. Okay, Leon mit Gewehr. Don't worry, Ashley! I'm coming for you! Don't worry, Ashley! I'm coming for you! Okay, Leon mit Pistole. Ada! Ada! Ada, okay. Ada! Ha. Als nächstes Ashley Graham. Leon, help! Natürlich nehmen die die Tonspur. Leon, help! Oh Gott, meine Trommelfelle! Leon, help! Oh Gott, eure Trommelfelle! Leon, help! Okay, jetzt bluten uns, glaube ich, die Ohren genug. Luis Serra. Did you send out those invitations? I told you no more than 50 people! Okay. Hat er diesen Satz echt irgendwie beim Hüttenkampf oder so etwas gedroppt? Das klingt so, als würde er das dort sagen. Wie geil. Did you send out those invitations? I told you no more than 50 people. Das ist ja ein geiler Satz. Hast du diese Einladungen rausgeschickt? Ich hab dir gesagt, nicht mehr als 50 Leute. Nice. Did you send out those invitations? I told you no more than 50 people. Geil. Ich habe ihn ehrlich gesagt nie diesen Satz im Spiel sagen hören, aber vielleicht war ich auch im Hüttenkampf einfach viel zu sehr mit Überleben beschäftigt. Es tut mir leid. Naja, und natürlich Ada. Leon, now! Okay. Leon, now! Okay. Leon, now! Alter, ey, guckt euch allein mal ihre Pose an hier. Holy shit. Leon, now! Alles klar. Cool, wir haben die erste Reihe schon mal komplett. Alles, was wir einfach beim Schießstand machen müssen, ist mit allen Waffensets, die uns zur Verfügung stehen, den entsprechenden Schießstand gewinnen. Einfach alle Ziele treffen, fertig. Das heißt, diesen Schießstand haben wir damit jetzt schon abgeschlossen. Ging doch schnell, oder? So soll das auch gehen. Alles klar. Viel mehr Platz habe ich allerdings leider immer noch nicht. Ich könnte es nur so hinkriegen. Komm, damit ich auch jetzt meine Handgranate bekomme. Danke. Und ich speichere jetzt noch nicht. Stattdessen gehe ich weiter, denn Cutscene. You alright? I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. Na, ja, da haben wir den Satz vom Kronkorken. Kapitel 3-1 ist damit vorbei und Kapitel 3-2 steht jetzt an. Trefferquote 85%, insgesamt 75. Getötete Gegner 91, insgesamt 378. Verlorene Leben 5, damit insgesamt 9. Hoppala. Da habe ich einige Male mein Leben gelassen. Ne? Leon S. Kennedy. Im Übrigen, ne, als der gute Ramon Salazar mit Leon gesprochen hat, hat er ihn ständig Scott genannt. Nur für den Fall, falls sich einige immer noch fragen, wofür das S in Leon S. Kennedy stehen sollte. Jetzt wisst ihr es. Leon Scott Kennedy lautet sein voller Name. Wisst ihr Bescheid? So, perfekt. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line.
We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Ach Gott, hält sich ja für so bedrohlich. Naja. Übrigens, da hat Leon gerade eben den Satz gebracht, den ihr vielleicht auch noch den ihr vielleicht noch kennen könntet, denn so hieß die Platin-Trophäe vom Remake. Langeweile finde ich tödlich. Finde ich übrigens immer noch ein geiler Name für eine Platin. Ne? Und hier hat Leon halt diesen Satz gebracht. Nur so als netter kleiner Fun-Fact. Alles klar, als nächstes, ja, Salazar hat es uns schon gesagt. Er hat die Insekten in der Kanalisation freigelassen. Und genau da müssen wir als nächstes hin. Natürlich. Tja, wir werden dem Salazar natürlich nicht den Gefallen tun und dabei sterben. Zumindest nicht allzu oft. Ich speichere an der Stelle nochmal manuell. Denn jetzt in der Kanalisation wird's interessant. Aber darum kümmern wir uns erst im nächsten Part. Für heute würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.